Hallo liebe Leute, ich war noch nie selber reisen, deswegen nehme ich euch jetzt mit und schildere euch meine eloquenten Erfahrungen. Das ist völlig normaler Content hier, schaut euch nicht komisch an. Es schaut ein bisschen verstört, aber ich bin hier gerade in Nürnberg. Also das erste Mal in einem Parkhaus, das hat geklappt, ich habe ein Tutorial angeschaut und dann ging das. Jetzt bin ich beim schönen Brunnen und wenn man den schwarzen Ring findet und dreht, dann hat man Glück. Also ich habe den schwarzen Ring nicht gefunden, das ist blöd. Gleich daneben ist hier ein Markt, der ist zu. Aber hier ist eine coole Kirche, die sieht echt toll aus. Das ist richtig sad, dass so vieles mit diesem Gitter versperrt ist. Irgendwie macht das die ganze Ästhetik kaputt. Ich glaube, dem Bein geht's nicht so gut. Haben morgen bestimmt einen krassen Kater. Dieser Engel sieht echt aus wie Armwitsch und ich dachte bei den Augen, dass der Laserstrahl rauskommt. Ich finde es auch sehr cool, dass die Plants vs. Zombies hier reingebaut haben. Das macht das alles ein bisschen moderner. Das sieht cool aus. Was auch immer das ist. Das war gar nicht komisch, bei 30 Leuten random ein Video zu machen von mir. Gar nicht komisch. Wie viele Fenster brauchst du? Ja. Die stecken hier wahrscheinlich alles in Brezeln. Vor der Lorenzkirche, da waren so Leute, die halt die Impfung halten. Naja, die es halt nicht so toll finden. Aber zumindest habe ich heute mit einer Frau gesprochen und habe über Gott gesprochen. Sie hat mir ein bisschen was gegeben. Richtig nett von ihr. Hier bin ich jetzt bei der Straße der Menschenrechte, denn in Nürnberg waren die Reichsparteitage im Nationalsozialismus, das heißt hier haben sich die Nazis selbst dargestellt und in Nürnberg waren auch die Nürnberger Prozesse, heißt hier waren die Verhandlungen gegen die Hauptkriegsverbrecher und die Straße soll halt einfach an die Menschenrechte erinnern und aufmerksam machen, dass auf der Welt Menschenrechte immer noch verachtet werden. Hinter mir sind gerade 30 Säulen von den Menschenrechtsartikeln in der deutschen Sprache und in der anderen Sprache und irgendwo muss hier noch ein Baum sein. Hier, das ist der Baum, der repräsentiert alle anderen Sprachen. Richtig cooles Zeichen, Alter. Sehr wichtig, wie ich finde. Also, was kann ich sagen? Ich habe jetzt 3 Wahrzeichen gesehen und bin so, aha. Kann ich Nürnberg empfehlen? Woher soll ich das? Die Menschen wirken nett? Auch wenn sie nichts sagen. Die sind halt bloß auf dem Gang. Und hat sie es gelohnt? Ja, ist angenehm. Ich kann einfach durch die Stadt gehen und keiner wird überfallen. Ich fühle mich jetzt eigentlich ziemlich bestätigt, dass die Welt kein gefährlicher Ort ist. Ja. Bis irgendwann.